Mach ihn dort. Was ist denn, Bruno? Ich bin erledigt. Ich gehe ins Gefängnis. Das war die erste Sparkasse in Tirol, gegründet im Jahre 1889. Und ich habe sie ruiniert. Jetzt geh ich ins Bett. Nein, ich bring mich um. Bruno. Ich bring mich um. Bruno, geh ins Bett. Zahlt hat der Bürgermeister. Er muss zahlen, sonst sitzt er im Gefängnis. Wurst du mich so früh aus dem Bett reißen? Entschuldige, ich muss es jetzt wissen. Krieg ich sie oder nicht? Scheint nicht so. Ja. Hat mich noch einer unterboten? Nein, im Moment nicht. Aber es gibt Gerüchte, dass du wackelst. Jetzt hat mein Chef Angst, dass du gar nicht in der Lage bist, die drei Brücken zu bauen. Ach, Schmarrn! Sicher bin ich in der Lage. Gut. Also das letzte Wort hab natürlich schon ich. Und wo ist das Problem? Ich brauche meine 5%. Gleich. 5? 4. 4% von der Bausumme. So haben wir es doch immer gemacht. Schon macht's Brocken. Diesmal kostet es 5%. Bar im Voraus. Ich hab drei Kinder, die studieren und... Geschiedene Frau. Weißt du, was das alles kostet? Du, ich kann's im Moment nicht. Dann hast du Pech gehabt. Ich hab keinen Schlüssel. Schaukst, hä? Ich hab nicht gedacht, dass du mir mal überlebst. Sauf ich. Jetzt der Selbstmordversuch. Er müsste schon längst tot sein. Hm. Abgehauen ist er. Der feige Hund. Ja. Gemeinheit! Was ist denn? Gemeinheit! Verhaften! Ja. Wenn er nicht da ist. Jetzt warten wir halt noch. Vielleicht sucht er den Bürgermeister. Oder er schlaft noch. Spinnt hier? Wo ist der Hauser? Und dein Mann? Was weiß denn ich? Ja, was machst denn du da um? Ich lass mich scheiden. Ja, was ist jetzt dies? Ja, schaut euch das an. Na, das magst du nicht. Der Sepp will Bürgermeister werden. Mit uns. Der Sepp wird Bürgermeister! Da ist er! Da ist er! Hoch, Bürgermeister Sepp! Will ich es jetzt schon? Nein. Die lachen dich aus. Ja, ist eh normal. Das war keine gute Idee. Ich hab's ihnen gleich gesagt, dumme Kehle. Abwarten.
durch! Halt! Bleib hier! Was soll ich denn machen? Der Bürgermeister hat nicht zahlt! Bringt's mir um! Es geht ja nicht nur um unser eigenes Geld. Betrifft ja das Geld von der Gemeinde. Das ist auch weg, oder? Wisst ihr, was das bedeutet? Der geplante Kindergarten wird nicht gebaut. Das Sportzentrum wird nicht gebaut. Die Kanalisation bleibt stehen. Die Gemeindestraßen verrotten. Und im Winter fährt kein Schneepflug mehr. Und das neue Kirchendach kann man auch vergessen. Und die Orgel. Ich tritt von der Kandidatur zurück. Mach du's. Wir schauen mal an. Lass das Foto. Ohne Budget bist du erledigt. Was? Der Austrick, der hat alle von dir. Auf, brutaler, auf. Ich lass das auch. Maresciallo, tun Sie Ihre Pflicht, Herr Hauser. Ich muss Sie wegen fahrlässiger Krida und wegen Verdunkelungsgefahr festnehmen. Da gibt's ja wohl nichts mehr zum Verdunkeln. Was ist denn mit dem Bürgermeister? Der Bürgermeister ist doch schuld, der als allererstes. Der sitzt doch selber im Vorstand von der Bank. Der Hauser, der ist doch nur ein guter Lapp, der nicht nachsagen kann. Den Bürgermeister müssen Sie verhaften. Keine Sorge, Herr Pfarrer. Moment noch. Ich vertraue dieser Bank. Bravo! Bravo! Besiege ihn durchs Feuer. Besiege ihn durchs Feuer. Das ist doch nicht nötig, Herr Hauser. Aber vielleicht werde ich Sie eines Tages um einen kleinen Gefallen bitten. Eine Bitte habe ich allerdings. Giuseppe, Sepp, wird Bürgermeister. Wenn Sie jetzt Galmig vom Untergang retten, Herr Calderone, dann werden wir das Dings... ignorieren. Genau. Der Sepp wird Bürgermeister. Das ist in Ordnung. Kennen Sie das Meer, Eva? Na, ich kenne leider das Stornene Meer. Hä? So heißt der Gebirgszug. Möchten Sie nicht einmal das wirkliche Meer sehen? Ich brauche kein Meer. Ich möchte Sie gerne küssen. Das geht aber nicht. Entschuldigung. Sie hatten Augen wie ein Bergsee. Und ich hätte mich beinahe in Ihren Augen verloren. Das hätte Maria nicht gefallen, oder? Ach, weißt du, das mit Maria ist... Verbrenn dir nicht die Zunge. Außerdem bin ich Jungfrau. Danke fürs Herbringen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Grüß die Mama.
Grüß dich, Stefano. Ah, ciao, Franz. Magst du unsere Kühe anschauen? Was? Die Kühe. Wunderschöne Kühe haben wir. Ja, warum nicht? Noch ein Kind? Das ist ein Spezialsarg. Weißt, unten verstärkt und um die Hüften. Der Vater will sie senkrecht begraben lassen. Ist halt ein aufrechter Tiroler. Du? Komm mal, ja, mein Buben nicht verderben, gell? Wer? Ich? Ja, du. Ich zeig einem leidig hier. Ja, ja, das kenn ich schon. Schön, gell? Nicht übel, nicht übel. Laut ein bisschen. Ja? Die Kindlein. Stefano! Stefano! Ich bin die rote Hex. Ich brenne alles nieder. Ich bin die rote Hex. Ich brenne alles nieder. Ich bin die rote Hex. Also, ich brenne alles nieder. Ich gehe jetzt wieder. Schöne Kühe. Wirklich. 750 Millionen! 750 Millionen? Wer bietet 800? 750 Millionen? 800! 800? 800 Millionen? Wer bietet 850? 800 Millionen zum Ersten? 800 Millionen zum Zweiten? Hier! Hier! Wie bitte? Mehr! 50! Lassen Sie das gefälligst. Stören Sie bitte die Auktion nicht. Bist du schon wieder übersoffen? Ich verweise Sie hiermit des Platzes. 850 Millionen. Ich zahle 850 Millionen für den ganzen Krempel da. Herr Maresciallo, bitte. Also, wir sind bei 800 Millionen zum Zweiten und 800 Millionen zum... Entschuldigung, ich möchte was sagen. Ja, bitte. Ich bin der Bankdirektor da in Galmik. Dieser Herr hat gestern eine ausreichende Sicherstellung hinterlegt. Unter uns gesagt, über eine Milliarde. Ja, dann... Entschuldigen Sie bitte, aber Ihr Äußeres lässt nicht gerade darauf schließen, dass Sie in dieser Größenordnung liquid sind. Also 850 Millionen, wer bietet 900? 900! 900? 900 Millionen, wer bietet 950? 900 Millionen? 950 Millionen? 950 Millionen zum Ersten, 950 Millionen zum Zweiten und 950 Millionen zum... Dritten, die Liegenschaft geht somit an den Herrn mit der Lederjacke. Jetzt hört mal her. Arbeitslos wird keiner von euch. Im Gegenteil, wir stellen da neue Arbeit ein. Ja, und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich an Don Michele. Weil von ihm kommt das Geld. Ihm habt ihr es ja zu verdanken, dass er jetzt nicht arbeitslos werde. Ich gebe nur meinen Namen her. Einmischen werde ich mich nicht, weil ich verstehe von dem Geschäft nichts. Ich bin ein Hausierer und ein Besenbinder und das mag ich auch bleiben. Das da, das ist euer neuer Chef. Entschuldigung, ich war auch bei der Demonstration, als ich angekommen sein, Herr Calderone. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Ich danke Ihnen. Firma wird jetzt so heißen, nach meinem guten Freund Giuseppe Moroni. Auf eine gute Zusammenarbeit und eine erfolgreiche, gesicherte Zukunft. Ab sofort kandidiere ich wieder zum Bürgermeisteramt. Und ich sag euch eins, wenn
Wenn's ihr den Zeit wird, dann seid's geliefert. Wieso, bitte? Das möchte ich jetzt auch wissen. Ja, habt ihr kein Hirn im Schädel? Der Sepp ist doch nur ein Strohmann. Der wahre Bürgermeister wird der Herr Calderone sein. Ja, und? Er hat die Bank gerettet. Er hat das ganze Dorf gerettet. Und jetzt sogar die Baufirma. Vergiss das nicht. Wieder mit dem Sepp als Strohmann. Es kann doch uns wurscht sein. Das ist nicht wurscht. Der führt was im Schilde. Ja, ich weiß schon, warum du jetzt wieder... Dings doch. Knidierst. Genau. Weil in der Gemeindekasse wieder Geld ist. Und wem haben wir das verdanken? Dem Herrn Calderone. Passt auf. Wenn ein einziger von euch den Max will, zieht der Herr Calderone sein Geld sofort aus meiner Bank ab, dann sind wir wieder pleite. Merkt euch das. Wir brauchen da gar nicht lange herumreden. Ich hab's dem Herrn Calderone in die Hand versprochen, dass der Sepp Bürgermeister wird. Und der Tiroler haltet, was er verspricht. Also, ich kann da nur lachen, ja. Ab so von der Besenbinder wird Bürgermeister und dahinter zieht der Mafioso die Feen. Ja, bitte. Wollt ihr das wirklich? Du sei ruhig, ja? Dein Mann ist der viel ärgere Mafioso. Und du übertriffst sogar noch ihn. Oh, wahrscheinlich Frechhauser, ja? Die Frieda hat vollkommen recht. Danke. Elisa, ich hör's schon. Elisa, grüß dich. Jetzt sind wir Bauunternehmer, ob das glaubst oder nicht. Was ist das für ein Auto? Wem gehört denn das? Das gehört dir. Du brauchst jetzt ein Auto. Als Chef von einer Firma und zukünftiger Bürgermeister. Ich habe gar keinen Führerschein. Garantiert echt. Ich kann gar nicht fahren. Ich bringe es dir bei. Ja. Passt zu dir. Das ist ein liebes Auto. Einstein. Lisa. Ciao. 5%? Schweizer Franken. Die Brücken gehören Ihnen. Jederzeit wieder, Herr Calderone. Was machst du? Nimm das Lenkrad. Madonna, geh vom Gas runter und nimm das Lenkrad. Ah, da sind sie. Ja, sie fahren in Richtung Bonn. Nimm das verdammte Lenkrad. Hörst du? Boah, hat der seinen Führerschein gemacht. Das ist wirklich was Tolles. Das hätte ich nicht gedacht. Ich fahre nicht mehr mit ihm. Das sage ich euch gleich, Domike. Das erlaube ich sowieso nicht. Du wirkst da mehr wie mein Auto. Ein Wunder, dass wir nicht einen Achsenbruch gehabt haben. Naja, die Feuerprobe hast du bestanden, Giuseppe. Hab's das gesehen. Er versucht's wieder. So, Lehrer. Prost. Viel Glück. Wir sind beim Fahren. Bis später. Nicht einmal richtige Pokerpartner findet man hier. Zum Kotzen.
Du spielst auch wie ein Sechsjähriger. Ich kann mich nicht konzentrieren ohne Wein. Hören wir auf. Ich kann's ein bisschen. Das ist aber kein Kinderspiel. Bitte schön, Vater. Na, Mahlzeit. Ich lass lieber. So viel habe ich noch gar nicht verdient, wie du jetzt gewonnen hast. Ich hab auch mehr Glück wie Verstand. Ja, ja. Du bist ein Profi. Ich erkenne einen Profi auf den ersten Blick. Du bist einer. Aber wo? Hobbyspieler, mehr nicht. Was ist? Hä? Machen wir noch eins. Gut. Dann steig den wieder ein. Du, das ist doch mal so. Nein, danke. Ich steige aus. Okay. Was ist denn das? Zuerst groß reden, dann davon rennen. Seid's nicht so feig. Na, das gibt's ja nicht. Hast du vielleicht? Ja, heute läuft's gut. Na, was sagst du? Du hörst jetzt sofort auf. Du weißt ganz genau, wie schnell sich das ändern kann. Es ist doch oft genug passiert. Stimmt. Aber heute ist mein Glückstag. Ich spür's. Kein Glück in der Liebe, aber dafür im Spiel. Was, Tommaso? Sieht so aus. Was ist? Traut sein, Hans. Ich habe genug für heute. Ein letztes. Von einem Provinzspieler bin ich noch nicht ausgenommen worden. Glaubst, wir seien auf der Brennsuppe dahergeschwommen, was? Lass mich mal dahin. Kann ich einen Schuldschein ausstellen? Herr Rauch, es reicht jetzt. Ja oder nein? Aber sicher. Du bist so ein Ehrenmann, nicht? $200 Millionen. Gehst du mit? Wahnsinn. Bitte schön, Vater, herauf. Du ruinierst uns. Stefano, bitte. Bitte. Tut mir leid, Maria. Hier geht es um zu viel Geld. Da gibt es kein Zurück mehr. Vater. Ich kann nicht aufgeben. Nicht bei den Karten. Versteht es doch. Ich kann alle Schulden zurückzahlen. Und das Haus renovieren. Ich setze mein Gast aus. Ich bin gestorben.
Das gilt ja juristisch gar nicht. Das ist ja verboten. Um so viel Geld spielen, ist verboten. Zeigt's mal an. Geht's um mit zum Marischal? Wir gehen nicht zur Polizei, Herr Wirt. Wir regeln alles selber. Morgen gehst du zum Notar und überschreibst das Gasthaus an Stefano. Ein gewarnter Mann ist ein geretteter Mann. Ihr habt's auch immer unter der Armut zu leiden gehabt, gell? Dabei waren wir das gelobte Land, wo Milch und Honig floss. Sizilien. Mein Vater hat in den Schwefelminen geschuftet, 30 Jahre lang. Dann war er tot, mit 43. Wissen Sie, Herr Pfarrer, wir haben immer nur für die anderen gelebt und sind für die anderen gestorben. Die Griechen, die Römer, Ostgoten, Byzantiner, Sarazenen. Für die Normannen, die Staufer, die Franzosen und die Spanier und die Italiener. Man muss es sagen, für die vom Festland. Jetzt leben und sterben wir weitgehend für uns. Das ist schon ein Fortschritt, nicht? Heimweh nach dem gelobten Land. Ja. Oh, Besuch. Du willst ihn nicht stören. Na, na, du störst nicht. Komm nur. Nein, ich will nicht stören. Seit sie kommen, die berühmte Eisenbahn anzuschauen. Auch, ja. Ja, das bleibt keinem erspart, der bei mir einkehrt. Gell, ich darf sie euch doch vorführen, oder? Aber ja. Ich will nicht stören. Für den Krieg. Ja, auch so ein alter Sünder. Gut, dass ich kein Beichtgeheimnis verraten darf. Ich habe gehört, mit eigenen Ohren, dass der Zustand Ihrer Orgel sehr schlecht ist. Und dass die Sammlung für das neue Kirchentag nicht sehr ergiebig war. Vergelt's Gott, Herr Calderone. Man hat mich hier wie ein asoziales Subjekt empfangen. Dabei ist Gemeinschaft für mich alles, Herr Pfarrer. Ohne Gemeinschaft können wir nicht bestehen. Wohl wahr. Der Staat hat meinen Mann hierher verbannt, wegen Gefährdung der Gesellschaft. Mein Mann ist eine Stütze der Gesellschaft. Ich komm gleich, Buben. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da drüben sind Kinder. Na und? Ich bin Italiener. Ich liebe Kinder. Ich bin Tiroler. Ich mag sie nicht. Cretino. Arschloch. Runter!
Super. Was ist passiert? Ich weiß auch nicht. Vielleicht ein Kurzschluss oder so. Bitte, Marischallo, machen's kein Protokoll, sonst beschlagnahmen's mal vielleicht noch die ganze Anlage. Alles haben sie mir weggenommen. Meine Tochter, meine Freundin. Und jetzt auch noch mein Gasthaus. Mir hat meine Frau alles weggenommen. Ja, Augenblick. Ja? Michele! Wo bist du, Michele? Ist alles in Ordnung? Was? Ja, wirklich? Das freut mich. Mama erst. Nein, ich sage nichts. Wir überraschen Sie. Ich hole die Kalkulation. Ja, wann? Ja. Gut. Na, was ist? Geht's zur Seite? Schlaft's nicht ein? Hey, du. Wo ist der Herr Calderone? Ein schönes Auto hat. Ja. Es geht, der Herr Calderone. Tag. Was kann ich für Sie tun? Oh, ich hab gerade schauen wollen, wie es geht. Danke. Wir kommen vorwärts. Wir werden den Termin halten. Fein. Das freut mich. Der Beton ist ein bisschen dünn. Der Beton ist schon richtig. Die Konsistenz, meine ich. Ein bisschen viel gewassert. Früher hat man halt die Milch gewassert. Jeder muss schauen, wer durchkommt. Kennst du eins so gut, Herr Calderone? Ich hab da oben auf der Seisau ein paar Wochen ein Haus. Es ist sehr abgewettert. Man wird es neu verputzen und das Dach ist auch nicht mehr ganz in Ordnung. Könnt ihr mir das nicht machen? Gratis. Ja. Wenn's geht? Ja. Aber gern. Ja, super. Schauen's die Hausnummer, sieht man auch leicht zu finden. Da wäre noch was. Die nächsten drei Brücken fallen an. Wollen Sie die auch haben? Natürlich. Kostet ein bisschen mehr. Das mal 10%. 10%? Ja, leider. Ich lasse mich wieder scheiden. Ich habe jetzt wirklich die Frau meines Lebens gefunden. Eine Italienerin übrigens. Wahnsinnig rassig. Das kostet natürlich. Herr Calderone! Herr Calderone! Was hat er denn jetzt? Hey! Schlossgehalten! Natürlich, Herr Calderone! Ich meine, ich bin mit 8% da zufrieden. Warum nicht? Ich will ja gar nicht so sein. Sagen wir 6% Freundschaftspreis. Falls Sie Anlaufschwierigkeiten haben, ich meine, Sie sind ja neu da in unserem Geschäft. Ich gebe ein Aus. Nicht im Jahr mit 3% zufriedenstellen. Ausnahmsweise. Und noch was. Herr Calderone, die nächsten drei Briten kriegst du ja ohne Provision. Sozusagen als Freundschaftsgeschenk. Entschuldige, Don Michele, hat doch länger gedauert. Wo ist er? Draußen. Es ist besser, er weiß es nicht. Don Pasquale ist hinter ihm her. Hat er es herausgefunden? Ja, Sie wissen, dass er in Mailand ist. Michele, was ist mit ihm? Nichts. Alles in Ordnung, Donna Rosa. Wir haben zwei von Pasquales Leuten. Wir mussten. Sie waren in Micheles Wohnung. Oh, Madonna Santa. Ihr bringt ihn sofort nach Genua, zu Onkel Pippo. Gut. Moment, Don Michele, bitte. Sie wollten ihn doch aus allen Geschäften heraushalten.
Nicht problematisch, doch, Michele. Die Partner beschweren sich. Ihr zieht zu viel Geld ab, sagen sie. Es ist mein Geld. Es soll aber gemeinschaftlich investiert werden, sagen sie. Vor allem der Grieche. Ich investiere, wo ich will. Der Grieche sagt, wenn es hier in den Bergen etwas zu holen gibt, dann steigen Sie liebend gerne ein. Hier gibt es nichts zu holen. Sagt Ihnen das. Schauen wir mal. Michele. Mama. Oh, mein lieber Mama. Sohn. Oh, mein lieber Sohn. Wie gut du aussiehst. Schönes Kind. Das ist die wichtigste Prüfung in diesem Semester. Braves Kind. In 2 Jahren bin ich Anwalt. Dann werde ich dein Consigliere, Papa. Ich will, dass du überlebst. Verstehst du das denn nicht? Wenigstens eines von meinen Kindern soll überleben. Ja, natürlich. Entschuldige, Papa. Es ist nur, du hast zu viel für mich getan. Irgendwann möchte ich auch etwas für dich tun. Leben sollst du. Überleben sollst du. Das ist das schönste Geschenk für uns. Ja. Noch was. Ich muss euch was gestehen. Sie heißt Francesca. Sie studiert auch Jura. Ihr Vater ist Richter. Wir lieben uns. Aber wir können im Moment nicht heiraten. Ich kann ja Ihrem Vater nicht... Sie ist lieb. Mit dir beginnt ein neuer Abschnitt in der Geschichte unserer Familie. Liebe Gallwege, wir geben jetzt die Wahlergebnisse bekannt. Mit über 90% Wahlbeteiligung haben die Gallwege wieder einmal ihr Demokratieverständnis bewiesen. Altbürgermeister Helmut Stecher, Bauunternehmer, 0 Stimmen. Absolut 0. Und was habe ich für euch nicht alles getan? Sauschweine. Max Rampel, Gastwirt, 2 Stimmen. Sepp Moroder, Bauunternehmer, 291 Stimmen. Es fehlen nur 6 Stimmen auf 100% der stimmberechtigten Bürger. Damit ist Herr Moroder zum Bürgermeister gewählt. Ihre Tochter, Herr Krautschneider, ist ein Wunder. Noch niemand konnte mir bisher so helfen. Bitte. Ach so, wenn's morgen... Was gibt's denn, Tommaso? Gebirgsforelle, alla Siciliana. Fisch essen bei uns nur die Touristen. Was bin ich denn eigentlich für eine Partei, Don Michele?
Ich meine, für welche Partei habe ich kandidiert? Für gar keine. Es war eine Persönlichkeitswahl. Ach so. Ist mir eh lieber. Ich mag keine Partei. Aber du hilfst mir schon, gell, Moni? Ja, freilich. Weil ich verstehe davon überhaupt nichts. Das machen wir schon. Schließlich bin ich ja schon seit 6 Jahren in dem Geschäft. Du, muss man da jeden Tag hin? Aber wo? Nur mal die Wochen, das reicht. Bin ich aber froh. Auf gute Zusammenarbeit. Also, das hätte ich mir auch nicht gedacht, Herr Calderone, dass ich einmal Gast auf dem Schloss da bin. Ach so. Ich danke Ihnen, Herr Krautschneider, dass Sie Ihr Wort gehalten haben. Ein Tiroler hält immer sein Wort. Ich werde mich dafür revanchieren. Machen Sie nur keine Umstände, Herr Calderone. Stefano. Danke, nein. Eine schöne Nacht. Bald Vollmond. Du gefällst mir. Was soll ich machen? Thank you.
Sag doch, Pasquale, ich will mit ihm verhandeln. Sie werden nicht darauf eingehen. Er fürchtet eure Rache. Sag dem, ich gebe auf. Er kann alles haben. Ihr wisst, dass ihr versagt habt. Letzter Sohn. So fröhlich. Recht studiert. Ein fleißiger, ehrlicher, ich. Oh Mann. Nicht so ein Verbrecher wie ich. Ja, das reagieren wir jetzt alles. Mir zwei, Lisa. Ja, ich weiß auch nicht, ob das die richtige Aufgabe ist für uns. Yes. Ja, was tut denn die Gorst? Du kennst doch meine Lisa, Gemeinderätin. Du, es sind überhaupt die ganzen Aktien hinkommen. Akten heißt es. Die hat doch alte Bürgermeisterrolle mitgenommen. Na, das aber nicht. Da muss ich es wenigstens nicht lesen. Ja. Und wie sieht es denn eigentlich aus so finanziell? Naja, allzu weit hupfen wir nicht. Das bisschen steuern. Ja, müssen wir uns nach neuen Einnahmen umschauen. Ja, ich werde mal mit dem Don Michele reden, der kennt sich da aus. Tja, und jetzt? Was tue ich jetzt? Bleibst halt eine Stunde oder zwei und dann gehst du wieder heim. Ist alles? Ja, das ist alles. Das werden wir aushalten. Was, Lisa? Allerdings. Irgendwann werden sie alle kommen und die anjammern. Alle deine Wähler. Geht schon los. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, ich muss doch dem neuen Bürgermeister meine Aufwartung machen. Ich habe jetzt keine Sprechstunde, oder? Nein. Mittwochnachmittag. Jetzt hör auf, Sepp. Ich war ja nicht Bürgermeister, mein Mann war's. Wo ist denn der überhaupt? Was weiß ich, auf der Flucht vor seinen Gläubigen nehme ich an. Moni, lass uns ein bisschen allein. Aber lauf nicht weg! Also? Du lass das. Mein Lisa ist furchtbar eifersüchtig. Also, weißt, ich wollte gleich sagen, ich hab die auch gewählt, gell? So. Ja. Mei, schaust du aus. Und jetzt wisst was von mir. So viel ich weiß, gibt's einen Gemeinderatsbeschluss zur Förderung von Betriebsansiedlungen durch Zuschüsse, damit die Gemeinde ein bisschen mehr Steuern einnimmt. Ja, was? Willst du einen Betrieb aufmachen? So ist es. Und was für einen? Ach du, so ganz ein kleines Geschäft. Ja, wenn es dazu steht, kriegst du das Geld. Maria! Maria, komm, mach auf! Ich hab dir was Wichtiges zu sagen. Maria! Maria. Bitte sehr, der Herr. Das ist ja nicht mein Haus. Und morgen bin ich auch weg. Nach Ihnen, bitte. Also, bitte. Was willst du noch? Schenkst mir das Gasthaus? Ach was, schenke. Vergiss dieses blöde Pokerspiel. Hier, etwas Geld.
Dein Vater hat eine Hypothek aufgenommen für seine Spielschulden. Ich konnte es gar nicht fassen. Danke. Nein, wird sich der Vater freuen. Dir gehört das Gasthaus, nicht deinem Vater. Hm? Na ja, ich brauche sofort was zum Trinken. Also dieses Meisteramt ist derartig anstrengend. Das kann er gar nicht sagen. Jetzt hast du mich doch wieder erwischt. Ja. Dabei wollte ich doch mein Wagele zu leer aufhören. Das macht ja nichts. Es ist eh nicht gesund, wenn man das Trinken zu schnell lässt. Ha? An der hast du wirklich eine tüchtige Wirtin. Nicht wahr? Aber mit dem Auto fahren, Sepp, das jetzt nicht mehr. Tu ich ja nicht. Ich fahr mit dir. Nix da. Nein, nein, nein. Der Stefano, der fährt auch nicht. Nix da? Ich brauche einen Chauffeur. Moment, Moment. Geh zu Fuß, Sepp. Mit deinen Herrgöttern bist du früher oft tagelang zu Fuß unterwegs gewesen. Ja, seid ihr narrisch? Ich soll zu Fuß gehen? Ja. Zum Schloss in meinem Zustand? Ja. Da brauche ich ja die ganze Nacht. Guten Marsch. Ciao, ciao. Ja, sowas. Konkurrent. Grüß Gott, Frau Rita. Grüß dich. So, in 3 Minuten mache ich auf, Leitl. Ist gut. Na? Was sagen Sie? Das ist ein Laden, gell? Ja, jetzt schaut schlecht aus für Sie, Frau Rita. Wir müssen halt wieder putzen gehen. So wie früher, gell? Das hätte man nicht gedacht von euch. Ich habe euch immer gute Preise gemacht und fleißig angeschrieben, wenn euch einmal das Geld ausgegangen ist. Lass mich in Ruhe. Da gibt es nichts zum Lachen. Moment. Ich soll euch einen schönen Gruß ausrichten von Don Michele. Wenn auch nur ein einziger Dorfbewohner hier einkauft, dann löst Don Michele sein Konto bei der hiesigen Bank sofort auf. Ja, und in meine Baufirma. Dann ist das halbe Dorf arbeitslos. Dann können Sie überhaupt nichts mehr einkaufen. Na, das ist allerhand. Ja, sind wir nur in einem freien Land, oder nicht? Wo bleibt denn da die freie Marktwirtschaft, ha? Na, was mache ich denn jetzt mit meiner ganzen Ware? Ich kaufe sie Ihnen ab, Frau Stecher. Auf Raten. Wenn's recht ist. Hey! Du blöde Kopf! Das wird sie mir büßen. Das verspreche ich euch. Ich verstehe das nicht. Was du immer mit deinem Spazierengehen hast, mitten in der Nacht. Heute ist nicht Vollmond. Die Eva tanzt auch nicht.
Vater! Stefano, nein! Das ist mein Vater! Was habe ich gesagt? Da ist er! Habe die endlich. Lang genug hat's gedauert. Hast gelacht über mich, hä? Hast gelacht über mich. Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Magst nicht mitessen? Das ist der Zwölfer, hinter dem ich so lang her war. Mag jetzt nix. Schade. Schmeckt wirklich gut. Mir ist es ein bisschen zart. Man unternimmt's nicht endlich was gegen den Mafioso. Wollt ihr euch nur lang von dem auf der Nasennummer tanzen lassen? Ha? Magst nicht doch was? Ah, lass mich in Ruhe. Ich möchte mich entschuldigen. Na, gern. Für was? Ich hab einen Fehler gemacht. Mit dem deppeten Hauser. Haben wir wieder gut? Sobald ich bei deinem Konto wieder zeichnungsberechtigt bin, sind wir wieder gut. In Ordnung. Jetzt ist Hammer wieder die heute Partie. Komm, lass uns anstoßen. Bist du nur gelandet? Das Panorama ist ja gar nicht übel. Romantisch. Wem's gefällt? Aber du weißt doch, Michele, dass ich es vorziehe, an einer Bar zu sitzen. Komm. Gehen wir an. Es tut mir leid, aber ich hatte keine Möglichkeit, etwas anders zu machen. Du hast alle meine Söhne umgebracht. Ja, schrecklich, schrecklich. Ich wollte es nicht. Aber du weißt ja, wie das ist. Ich wollte nichts als nur... Wer hätte gedacht, dass deine Männer uns den Krieg erklären wegen einiger Fragen unseres Territoriums? Zwei Tote. Was soll's? Zwei Soldaten. Deine Söhne haben sofort den Kopf verloren. Angefangen, meine Männer reihenweise zu töten. Aber nicht Michele. Nein. Ich weiß, ich weiß. Aber eins musste ich doch befürchten, seine Rache. Und meine Rache fürchtest du nicht? Natürlich.
Dafür musst du jetzt sterben. Hier. Jetzt. Es tut mir wirklich leid, glaub mir. Aber ich kann nicht mehr zurück. Ich muss diese Angelegenheit bereinigen. Ich bin ein Geschäftsmann. Ich will nicht mehr töten. Wir leben in einer anderen Zeit. Ich habe genug Probleme. Gott weiß, dass ich diesen Krieg nicht wollte. Mach mir das Leben nicht schwieriger. Was willst du eigentlich noch? Deine Uhr ist abgelaufen. Du hast ein silbernes Korsett. Deine Söhne sind alle tot. Sie haben dich in den Norden verbannt. An deiner Stelle hätte ich mich schon selbst umgebracht. Da hast du wohl recht, Pasquale. Ich mache es. Das bin ich dir schuldig. Attento! Alessandro. Ettore. Giovanni. Michele. Danke Ihnen, Herr Hauser. Ich werde Ihnen immer verpflichtet sein. Wenn Sie Sorgen haben, kommen Sie bitte zu mir. Aber ich bitte Sie, Herr Calderone, das war der größte Spaß meines Lebens. Wahnsinn. Bin ich nicht super, Obi, auf Sie? Wie ein Adler, wie ein Adler. Große Klasse, Herr Hauser. Wissen Sie, Herr Calderone, wenn man Jahr raus, Jahr rein in der Bank sitzt, sehr abwechslungsreich ist das nicht. Da braucht es einen Ausgleich. Das ist für Sie eine kleine Anerkennung. Okay. Ist doch nicht notwendig. Wiederschauen. Don Michele. Gnädige Frau. Und wenn Sie mich brauchen, Sie wissen, wo ich bin. In der Bank. Los, verschwindet! Okay. Ich rief sie! Waffe weg. Hab's glaubt, wir sind total Trottel. Gebirgsteppen. Hab's glaubt, ihr könnt bei uns das Kommando übernehmen. Scheiß Sizilianer. Weißt du was? Wir werden eine Falle erledigen. Auch noch einen anderen. Und du bist der Erste. Dein Hirschen haben wir gefressen. Der ist hin. Gut hat er geschmeckt. Du Perversling. Und jetzt stirb. Lack auf. Thank you.
Kotze, Jensel! Hey! Sie kann doch nichts dafür! So. Sitz mal, Jens. Vergelt's Gott für die Hilfe. Hab's ihn wenigstens liquidiert, den Sauhund. Hab ihn nie mögen. Schlechter Lehrer. In Zukunft werde ich die Fensterbalken zunageln. Bei Vollmond. Der Schuldirektor ist heute nicht zum Unterricht erschienen. Der Wielander? Ja, zu Hause ist er auch nicht. Er war da heute Nacht. Hat sich von mir quer geschieden. Wir werden ihn nie finden. Das ist so bei denen. Lupara Bianca, wenn wir nicht bald etwas unternehmen, bringen sie uns alle um. Ich schwör's euch. Na, vielleicht sprengt's wieder einmal eine Modelleisenbahn in die Luft. Ich habe jedenfalls was versucht. Was seid denn hier für Männer, bitteschön? Abknallen. Einfach abknallen. Eine Notwehr natürlich. Und kein Gericht der Welt wird euch dafür belangen. Also ich mach mir meine Hände nicht dreckig. Ich möchte auch nicht gern selber Hand anlegen. Der hat doch so viele Feinde da unten in Sizilien. Kannst du da nicht einen Kontakt aufnehmen? Ich verteile an Herrn Calderone das Wort, bitte. Das ist ein Brief vom Amt für Abfallbewirtschaftung. Unser Bürgermeister hat ihn zerknüllt unter seinem Schreibtisch gefunden. Der Altbürgermeister war also offenbar nicht sehr interessiert. Ich finde, ihr solltet sehr wohl interessiert sein. Dieses Schreiben ist an alle Gemeinden Südtirols ergangen. Man sucht ganz dringend einen Platz für eine Sondermülldeponie. Ich habe inzwischen in Erfahrung gebracht, dass sämtliche Gemeinden abgelehnt haben. Kein Wunder. Wer will den Dreck schon haben? Das Giftzeug. Land und Region zahlen Milliarden dafür, viele Milliarden. Und die Firmen, die das ganze Giftzeug loswerden müssen, zahlen auch wieder viele Milliarden. Galmik könnte also reich werden. Wirklich reich. Überlegt es euch. Naja, wenn da so viel Geld drin ist, kann man das so sicher machen, dass unser Grundwasser nicht gefährdet ist? Natürlich kann man das. Selbstverständlich kostet das eine Menge. Aber auch dafür bezahlt das Land. Wohin damit, das ist die Frage. Die Gemeinde besitzt ja kaum einen Grund. Der Herr Altbürgermeister hat ja alles an seine Freund verscheppert. Ach so? Herr Krautschneider, könnten Sie nicht der Gemeinde ein Grundstück verkaufen? Na ja, wenn ihr einen guten Dings da kriegt, nicht? Hab schon ein paar Feichterlöcher übrig. Die Gemeinde könnte das Grundstück zum Bauland erklären, dann ist es sehr viel mehr wert. Ist das möglich? War nicht das erste Mal. Also gut. Sind wir einverstanden? Abstimmung heißt es. Ah ja, richtig, Abstimmung heißt es. Also, wer ist dafür? So, wie ist's aus? Richtig. Hast du irgendwas? Was ist denn? Stefano. Du, Michele. Du, mir, Eva. Sofort. Also, ich weiß nicht, Don Michele, ob das mit der Mülldeponie schon eine gute Idee ist. Ja, ich meine, also die anderen Gemeinden werden ja auch nicht ohne Grund abgelehnt haben. Sie bringt euch doch Geld. Geld? Geld ist nicht alles. Vom Geld kann man nicht abbeißen. Natürlich ist euch Geld das Wichtigste. Dir natürlich nicht, das weiß ich. Aber den anderen, allen, allen. Womit habe ich denn dieses Dorf gekauft? Mit Geld. Mit Geld. Die hätten mich doch verrecken lassen, ohne ein Dach über den Kopf.
jetzt lieben Sie mich. Jetzt tun Sie alles, was ich will, weil ich Sie gekauft habe. Sie sollen Ihre Deponie haben. Sie sollen daran ersticken. Ja, so ist es. Rache. Ja. Rache. Und du baust die Deponie mit deiner Firma. Und du baust sie so, dass alles ins Grundwasser geht. Das ganze Gift. Na, das tue ich nicht. Michele. Das geht zu weit. Hörst du? Die sind Menschen, wie alle. Mit Fehlern und Schwächen. Wieso? Gehen Sie weg? Ja, nach Hause. Ist die Verbannung aufgehoben? Nein, aber ich gehe trotzdem. Ich halte es hier nicht mehr aus, ich habe es satt. Das Spiel interessiert mich nicht mehr. Welches Spiel? Sie werden mir auch fehlen, der Michele. Ja. Warum? Sie seien wie ich. Einsam. Wie geht es dir, Eva? Geht schon. Ich habe noch nie eine Frau wie dich getroffen. Vergiss mich. Ich kann dich nicht vergessen. Bleib bei deiner Maria. Sie ist ein Tagmensch, ein schöner Tagmensch. Ich bin ein Nachtmensch. Meine Liebe. Ein schönes Land. Ich habe mir gedacht, zum Abschied zeige ich es dir, damit du nicht nur schlimme Erinnerungen hast. Wie kommt der denn ins Hochgebirge? Er kann ja kaum mehr gehen. Warte noch mich. Können Sie mir bitte sagen, wo wir uns befinden? Ungefähr hier, nehme ich an. Nehmen Sie an. Sind Sie Tiroler? Nein. Sizilianer. Sizilianer. Eigenartiges Land, sehr eindrucksvoll, etwas heiß. Ich habe die Erde von Palermo geküsst, am Flughafen. Hat irgendwie nach Blut geschmeckt, aber vielleicht auch nur Einbildung. Steh auf, mein Sohn, steh auf. Wir sind alle gleich. Besonders hier in Gottes Nähe. Sie sehen bekümmert aus. Fehlt Ihnen etwas? Ich hatte 4 Söhne. Jetzt sind sie alle tot. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja, ja. Sizilien.
werde für Ihre Söhne beten. Danke. Das wird mir sehr helfen. Wie heißen die Söhne? Alessandro, Ettore, Giovanni, Michele. Ich werde für Sie beten. Danke. Ich werde auch für Sie beten, für Ihre Gesundheit. Ja, die Gesundheit. Trauen mir überhaupt nichts mehr zu. Die schicken mir ständig den Hubschrauber hinterher. Naja, es geht mir wirklich nicht sonderlich. Aber ein paar Meter möchte ich doch wenigstens noch zurücklegen in meinen geliebten Bergen. Da unten in dem Dorf, da lebt eine junge Bauerntochter. Sie hat unheimliche Heilkräfte. Ich könnte sie vielleicht... Was würden meine Ärzte dazu sagen? Doch alles Weltkapazitäten. Und erst meine Brüder im Herrn. Sind ja alle so aufgeklärt, furchtbar. Komm, mein Sohn, ich gebe dir den Segen. Sie weiß nicht, mir ist nicht ganz geheuer. Den Teufel kann man nur mit dem Belzebub austreiben. Ich bin genau deiner Meinung. Das ist doch eine Falle. Die legen uns um? Nein, seid ihr Hosenscheißer. Sie haben die Seiten gewechselt. Ich habe ganz sichere Nachricht. Es kostet uns nicht einmal was. Sie werden von Don Micheles Feinden bezahlt. Na also. Wird sehen. Bald sind wir wieder die Herren im Dorf. Ja, wenn du nicht so schlampig wärst, dann könnte die Gemeinde jetzt schwimmen im Geld. Wieso? Warum hast denn du die Anfrage vom Abfallbewirtschaftungsamt weggeschmissen? Hä? Ja, Sondermülldeponie, du Depp. Ach, du. Ich hab geglaubt, die sind sowieso alle dagegen. Ja, was? Geld stinkt nicht. Gut. Sobald sich die Lage wieder stabilisiert hat, werden wir den Sepp aussagen. Höchste Zeit. Ziehen wir die Sache durch. Oder? Sowieso. Und weißt was? Zur Strafe, weil der Krautschneider den Mafioso unterstützt hat, werden wir ihm dafür seinen schiersten Grund enteignen. Gute Idee. Das machen wir. Oh, Salve. Die Waffe weg. Sie werden doch wohl nicht auf Ihre Verbündeten schießen. Ihr seid späte dran. Seht den Retardo, eh? Viel Verkehr. Diese blöden Baustellen überall. Don Michele baut ja alles um. Sie werden mich natürlich sofort suchen. Das ist klar. Sie werden mich jagen. Diese jungen, durchtrainierten Burschen, die Spezialeinheit. Maskiert wie Bankräuber. Und zwischen ihnen ein armseliges Männchen in Handschellen, ohne Gürtel und Schuhbänder. Na, so will ich nicht enden. Lieber lasse ich mich erschießen. Wir werden uns schon etwas einfallen lassen, Don Michele. Keine Sorge. Giuseppe. Frau Rosa. Alles Gute. Alles Gute. Ciao, Liesel. Es war schön mit dir. Du bist der Mann meiner Träume. Darf ich dir ein Puzzle geben? Ja, ja.
Lasst uns Gott, den Allmächtigen, demütig anrufen und bitten für unsere Verstorbenen, besonders aber für die Seelen des Don Michele und seiner Familie, für die wir heute das heilige Opfer darbringen. Dass du diesen Seelen die Frucht des heiligen Opfers zuwenden wolltest. Dass du sie von den ewigen Strafen retten wolltest. Dass du die Zeit ihrer letzten Läuterung abkürzen wolltest. Dass du sie in die himmlische Heimat führen wolltest. Dass du alle, die diesen Tod mit Trauer erfüllt, durch die Hoffnung auf die ewige Gemeinschaft im Himmel trösten wolltest. Lass die Seele deines Dieners Verzeihung und ewige Ruhe erlangen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Gott, sagst, dein Gott kam, Mensch, kauf deinen Herrgott. Thank you.